Hallo und willkommen zurück. Wir haben hier den Tino, die irgendwo übernachtet im Bergfried. Nach einer kleinen Pause geht es jetzt weiter, frisch gestärkt. Erstmal gucken, wo es hier rausgeht. Ich glaube, war hier gewesen. Ich muss sagen, wir mussten ja unseren Frust erstmal vertrinken, weil wir die schöne harte Ration nicht essen dürfen können. Deshalb bin ich jetzt noch ein bisschen beschwipst. Gucken, was das Wetter sagt. Oh, es blendet alles so. Naja, wenn man hier so betrunken ist. Eine Insel mit einer Festung drauf. Aber erstmal gucken, wo wir unsere Ration da loswerden. Mal gucken, da stehen ja ein paar Händler, mal sehen, ob sie die haben möchten. Ich grüße euch. Ich grüße euch auch. Ich habe etwas harte Ration. Möchtet ihr sie haben? Okay, dankeschön. Naja, Verlust haben wir jetzt trotzdem gemacht. Aber um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir bezahlt haben damals in Bre beim tänzelnden Pony. Naja, aber wir haben jetzt fast unser erstes Ziel erreicht. Der steht hier irgendwo. Steht er da? Ja. Hohe Königs. Da wollen wir erstmal hin. Damit wir unsere. Ups, da hat die Beine was vergessen. Denn da brauchen wir noch. Handwerk natürlich Ost. Nö, noch nicht. Violette Farbe auch nicht. Das war noch ein Stückchen über die Kreuzung des Königs, ja, genau. Stärke Rohan festessen, damit wir das dann abgeben können. Gucken, ob er uns reisen lässt. Was benötigt ihr? Über die natürlich nicht. Da müssten wir eigentlich hin. Würde auch preislich noch gehen. Aber leider lässt sie uns nicht dahin reiten. Da müssen wir entweder reisen oder schwimmen. Wenn es jetzt gerade mal nicht so ruckeln würde. Galankling ist der einzige von uns, der Queenhead je gesehen hat. Ich weiß jetzt zwar nicht warum, aber irgendwie ruckelt es gerade ganz schön. Ich hoffe, das legt sich wieder. Dies sind stürmische Zeiten. Es ist nicht gut, dass Herr Aragorn nicht mehr bei uns ist. Ja, wollen wir mal hoffen. Ah ja, hier geht es wieder. Ich habe keine Ahnung warum. Lag es daran, dass ich besoffen war? Mal gucken. Das Versprechen alter Kostbarkeiten lockt die Grabräuber in diese Gegend. Ah, bis jetzt noch keine gesehen. Die Familie, die Enel-Dil am treuesten ergeben waren, leben seit seinem Untergang vor langer Zeit. Schade, konnte ich jetzt nicht ganz mitlesen. Naja. Wollen wir uns mal weitermachen? Warte mal, hier gab es ja irgendwo noch ein Boot. Da wollen wir mit den Bootsherren mal besprechen, ob er uns irgendwo hinbringen möchte. Bevor wir da ganz abhauen. Man weiß ja nie, ob man es irgendwann braucht. Ja, da vorne, da ist der. Aber ich befürchte, er leiht uns kein Boot aus. Was kann ich für euch tun? Hallo. Doch, er leiht uns doch ein Boot aus. Oh, wird aber teuer. Wo lässt er uns denn raus? Was haben wir denn Schönes? Einmal da. Min Erain, Jüngster. Was haben wir da? Tyrian. Taufenspitz. Was würde es denn kosten? 20? Nochmal 20? Nochmal 20? 60? Ich habe jetzt überlegt, ob wir jetzt mal jeden Ort mal anreisen wollen, aber 20. Ich glaube, nach Taufenspitze da reisen wir dann nochmal hin.
Ilpus hoffen, dass er uns dann die Rückkehr nicht so teuer ist. Hallo? Was benötigt ihr? Erstmal nicht, ich möchte mich mal umgucken. Ich habe gehört, dass es hier so schön sein soll. Naja, bis dunkel wird's. Liegt das jetzt an der Zeit? Abendröte. Oh, okay. Oh, was läuft da denn rum? Bist du Freund? Versteck dich doch nicht. Hallo, wo bist du denn? Ah, nett, den dürfen wir mal angucken. Hihi, ich kann unter dich durchlaufen. Hihihi. Oh. Ich spüre den Schmerz der Erde, die Bäume und des Wassers. Ups, renn mich hier nicht um. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ich wollte ich nur mal ansprechen. Was ist das denn Schönes? Es ist gut, dass ihr euch uns anschließen könntet. Es ist gut, dass ihr euch uns anschließen konntet. Okay. Oh, der macht ein Nickerchen. Sieht aber nicht gerade bequem aus. Und, wer bist du Schönes? Langzweig? Hallo? Oh, der redet sogar. Rum, tum, rum, ti, tum, tum. Hey, hallo. Oh, hallo, hallo. Ha, rum, rum, tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Hey, hallo. Okay. Nicht gerade einen großen Wortschatz. Naja, ein Baum eben. Oh, hallo. Okay, da wollen wir mal weiterziehen. Interessant, unseren ersten Baum-Dingster-Wumster getroffen. Okay. End, genau. Was benötigt ihr? Ich hoffe, ihr nehmt mich jetzt... Ah, 20, Glück gehabt. Wo wollen wir hin? Da wollten wir hin. Und dann hier so runterlaufen und dann dahin. Das ist Men-Ära-Dingster-Wumster, da. Da gehst du mal früher springen. Ich hoffe hier... Oh, ah, Hilfe! Der hat mich gesehen. Schnell weg hier. Da hat mir noch einer gesehen. Gefährliche Sache hier. Ja, sind wir mal hier unten lieber beim Ufer, hoffe ich mal. Ja, gefährlich, gefährlich hier die Gegend. Und da ist noch was hinter uns her. Was ist das Schönes? Kehrgrim. Nicht schön hier, nicht schön hier. Obwohl die Bäume natürlich schön aussehen hier, aber ne. Ach nö. Ich hoffe, wir kommen heile da an. Ist mal wieder ein schönes. Brennender Glanz. Aua, aua, du tust mir weh. Ich dachte schon, lässt mich in Ruhe, aber nee. Ja, gar nicht schön hier. Aua. Hä? Komisch, die lässt mich in Ruhe. Ich könnte wetten, das Licht da? Ja, typisch. Hä? Das, auf einmal ist doch ein Thema her. Aha. Wenn ich dicht dran bin, dann lasse ich mich in Ruhe, aber wenn ich weiter weggehe, dann greifen sie an. Komische Viecher hier. Aber wir haben es geschafft. Kreuzung des Hohen Königs. Schön. Ich kann gar nicht meinen Kopf so hoch neigen, um die mal richtig anzuschauen. Hallo, passt überhaupt, dass der Pferdchen nicht wegläuft? Ich grüße euch. Ich grüße euch auch. Ein Seil? Mal dran ziehen? Schade, lass mich nicht da hoch. So, da wollen wir uns mal erstmal die Pflicht kümmern.
Na. Erstmal irgendwas Essbares war es gewesen. Festtagsessen. Bekannte Heilerin Agorindel. Agorindel, bist du das? Tatsache, hallo. Ich soll dir was von Kandorkan oder Kandorin bringen? Wo steht's doch da? Und ja, meine gute Bekannte, Heilerin. Ja, genau. Und ich soll dir Festtagsessen bringen. Ups. Nicht zumachen, aufmachen. Festtagsessen? Das da. Das da. Ich möchte aber nur eins entnehmen. Geht wohl nicht. Schade. Müssen wir nicht alles in der Tasche packen? Was kann ich für euch tun? Hallo, für mich könnt ihr nichts tun. Ich soll etwas von Kandorin überreichen. Kandorin, ja. Und zwar, was haben wir da? Rohan-Festessen. Bitte sehr. Mal schnell was gucken, ja. Mit der ganzen Schlacht haben sie schon kaputt gemacht. 5 Minuten. Schaffe ich es bis da Nachtschatten? Oder wollen wir hier wieder ein Päuschen machen? Ach was. Schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Wenn es hier denn noch was zum Schauen gibt. Sieht aber wohl nicht so eher aus. Da vorne ist wieder nur so ein Bandit, der uns verhauen möchte. Und es wird dunkel. Oh. Das ist ein schönes Abenddämmerung. Mal sehen, was haben wir denn noch? Tinodir? Ah, Hafergut hier unten. Muss ja irgendwo dann da Nachtschatten sein, oder? Naja. Hafergut? Ich grüße euch. Ich grüße euch auch, Hafergut. Nee, leider auch nicht. Da bin ich auch noch nicht gewesen. Wir hätten sogar noch feste Vorhut, könnten wir von hier. Und schauen wir uns noch ein bisschen um. Eventuell noch ein bisschen eher eine Pause machen. Dann brauchen wir uns daher nicht so einen Stress zu machen. Wir könnten hier vielleicht ein bisschen angeln. Da unten mal ans Ufer gehen oder geht auch von hier oben. Ich denke zwar mal nicht. Nein, kein Gewässer in der Nähe. Da müssen wir mal da runtergehen. Ich hoffe, dass die komischen Lichter und alles Mögliche sind weg. Joppala. Und wir haben Wasser erreicht. Kreuzung des Höhen Königs. Ja. Immer schön, was wir uns hier schönes angeln. Unser Abendessen. Fischi, Fischi, komm, komm, komm. Beiß mal an. Komm schon. Wir warten. Oh, da ist einer. Da. Ein dicker Fisch. Hoffe, der beißt auch an. Da wackelt er nochmal rum. Komm, beiß an. Das ist ein dickes Würmchen. Ah, da haben wir ja. Und. Ja, zieh ihn raus. Was haben wir hier Schönes? Was haben wir? Ein Bitterling. Hat man die schon mal gehabt? Schauen wir, was wir noch haben. Hier Schönes drin. Oh, der hat mal schnell angebissen. Hat hier rumgesprochen, dass es hier Futter gibt. Und was haben wir diesmal? Wow, ein rostiger Dolch. Wollen wir uns mal anschauen. Rostiger Dolch. Die Schneide dieses Dolches ist derartig verrostet, dass sie nicht mehr repariert werden. Erstmal verschwand. Repariert werden kann. Ja. Angeln wir nur Müll hier drinne. Was haben wir noch schon? Noch ein Bitterling. Okay. Die Taschen sind voll. Da wollen wir mal schauen, ob die uns den rostigen Dolch abkaufen wollen.
der da für Akrobatik? Der übt bestimmt gerade für seine Räder. Was machst du da Schönes? Schnitzt du da? Oh, oh. Sieht interessant aus. Was wird das denn? Ja, die können gut kämpfen, nicht wahr? Du, oh. Du gutachtest es, machen die es auch richtig. Ja, und du, da hätten nicht nur mitklatschen auch mal mit kämpfen hier. Naja. Sag ich mal lieber nichts. Nicht, dass ich auch noch mitmachen soll. Oh. Schöne Taschen habt ihr hier. Was kann ich für euch tun? Ihr könntet mir einen rüstigen Dolch abkaufen und zwei Bitterlinge. Bitte sehr, danke sehr. Das machen wir mal so, damit sie wegkommt. Ja, dann danke ich schon mal fürs Abkaufen. Du ein Päuschen. Ups, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Ups. Wann haben wir es jetzt? Was? Schild brauchen wir nicht. Vorhin hätten wir es gebraucht, aber. Nö. Ah, hier sind die ganzen schönen, leckeren Fische hin. Deshalb habe ich keinen schönen mehr gefangen. Ich habe schon alles weggefangen. Es gibt hinten zu schreien. Ah, so. Mal gucken, ob mal hier irgendwo ein kleines Lager ist. Oh, hier ist so ein freies Zelt. Ich denke mal, hier werden wir ein Päuschen machen oder auch nicht. Doch, lass mich rein. Ich bin drin. Hihi. Ups. Wir gehen natürlich nicht ohne Essen ins Bett. Was haben wir denn noch? Oh, haben wir nur noch Trockenration. Alter Stern, ne? Nehmen wir den, oder nicht? Egal. Wenn ich wieder wach bin, können wir ja mal gucken, ob sie hier noch was Essbares haben. So, dann mache ich hier wieder ein Päuschen und bis später. Nur mit Liebe zum Detail entsteht das tuffig Geile.